Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18. Ja, dir ist es bestimmt aufgefallen in der letzten Folge, dass meine Stimme nicht so ganz klang, wie man das normalerweise gewohnt ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hoffe, dass es jetzt wieder okay ist. Ich habe letztens meinen Mixer sauber gemacht. Und ich meine nicht einen Mixer, mit dem man einen Shake macht, sondern meinen Abmischmixer für mein Mikrofon. Und bin anscheinend irgendwie an die Regler gekommen und habe den linken Regler, der für die Stimmhöhe verantwortlich ist, komplett auf Low gedreht. Und deswegen klang das auch so. Ich habe Gott sei Dank gleich reingehört und habe mir gedacht, warum klinge ich denn so hell? Und so, naja, dann habe ich mal meine anderen Folgen angeschaut und dann ist mir aufgefallen, okay, da kann irgendwas nicht stimmen, habe dann drauf geguckt und dann habe ich gesehen, Regler links ganz runter, da wusste ich sofort, dass das nicht passt. Ich habe leider kein Foto davon gemacht, ich hoffe, dass es jetzt wieder einigermaßen okay ist, von den Einstellungen. Ja, aber mal ganz witzig, da kann man mal sehen, was man mit so einem Mixer alles anstellen kann und wie man dann plötzlich komplett anders klingt. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt wieder einigermaßen okay ist. Verstanden hat man mich ja trotz allem gut. So. Ja, die letzte Folge. Die Offseason abgeschlossen. Und jetzt geht es natürlich darum, erstmal eine Aufstellung zu finden, mit der wir ja in diese neue Saison starten möchten. Und auch glauben, dass wir damit was reißen können. Also Dennis Smith Jr., ist erstmal ein paar Minuten runterdrehen. Das ist auch einfach. So. Also Dennis Smith Jr. kriegt 32 Minuten. Covington komplett draußen zu lassen, das kannst du fast nicht bringen. Und ich glaube auch, dass er meckern wird. Aber er ist 2 Punkte unter Seth. Also lasse ich Seth mal drinnen. Der kriegt 30. Paul George ist natürlich unser absoluter Superstar. Da brauchen wir gar nicht großartig drum herum reden. Malkmus bekommt 30. Whiteside bekommt auch 30. Unser sechster Mann ist Shepard. Für den Moment, wir dürfen nicht vergessen, wir haben in der letzten Folge versprochen, dass wir hier Minimum 22 Minuten reinklatschen. Und deswegen halte ich mich auch daran. Und McCaw ist... Ich glaube, dass es für Covington schlecht aussehen wird in dieser Spielzeit. Weil die jungen Guys einfach... Und ich habe es ja gesagt, wir müssen sowieso einen Vertrag, müssen wir loswerden und Covingtons Vertrag ist halt jetzt einfach doch ziemlich angestiegen von dem Minimum auf, ich glaube, 10, 11 Millionen in 2 Jahren. Und deswegen, wem gebe ich jetzt denn jetzt noch die 2 Minuten, ne? Komm, hau ich hier noch drauf. So, Dennis Smith Jr. startet, Seth startet, Paul George startet, Malkmus startet, Whiteside natürlich auch. Shepard ist unser sechster Mann. Ob das so bleibt, sei mal dahingestellt. Jetzt schon eine 82. McConnell, ja, hat auch eine 78. McCaw, eine 76. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Team, was ich hier habe. Aber dann haben wir das schon mal. Training zum Saisonstart. Kann man jetzt natürlich erstmal eigentlich sehr hoch. Dass sich die... Obwohl, wir können uns eigentlich auch mal ganz kurz... Da gibt es doch, glaube ich, ja, genau, höhere Wertungen. Was das dann im Endeffekt wirklich macht oder bringt, sei mal dahingestellt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er da bloß die Intensität erhöht. Aber okay. Ansonsten, ne, gucken wir mal rein. Nach einem langen Sommer ist es endlich soweit. Die NBA startet in die neue Saison. Holt eure Trikots raus und macht es euch gemütlich. Endlich ist der Sommer vorbei. Die neue Saison kann losgehen. Hashtag endlich, keine Überraschung. Wir führen Celtics als unsere Preseason Nummer 1. Was? Okay.
dann mag. Meine Daten lügen nicht. Die Warriors werden dieses Jahr das beste Team der Liga sein. Hashtag Zahlenanalyse. Bis jetzt hat noch niemand ein Spiel gewonnen, aber die Warriors stehen in unserer Preseason-Tabelle ganz oben. Kann man sich die anschauen? Oh, wir stehen auf der 4. Vielen Dank für dieses Kompliment. Also auf der 4. Hinter den Spurs und hinter den Cavs. Das finde ich auf jeden Fall. Ja, jetzt checke ich das auch mit 2K. 2K hat Boston nämlich auf der 1 und uns auf der 10. Was seid denn ihr für Batzen? Mark ist einer der angesehensten Journalisten der National Basketball Association. Seine Power Rankings basieren auf seinem umfassenden Wissen über die Liga und modernen Auswertungssysteme. Das finde ich echt cool. Auch wenn das bloß so ein kleiner Einblick ist, aber auf jeden Fall eine schöne Sache. So, jetzt geht's aber hier. Obwohl, wir können auch ganz kurz gucken, ob sich da Gerüchte. Die Nets denken nach den schwankenden Leistungen in dieser Saison über einen Trainerwechsel nach. Meine Quellen zufolge ist es nur eine Frage der Zeit bis... Ach, das ist vom März. Okay. Nick Young schließt sich den Mavericks an. Er erhält einen Vertrag über ein Jahr. Ich guck mal ganz kurz durch, ob es irgendwas Spektakuläres gab. Nee. So, jetzt auf den ersten. Der Willy ist nach San Antonio. Okay. Nee, aber ansonsten jetzt nichts Spektakuläres. Also gegen die Grizzlies. Pressekonferenz Mittwoch, 24. Oktober. Würden Sie Paul George überhaupt jemals traden? Keine Chance. Paul George steht nicht zur Debatte. Ich würde nicht im Traum daran denken, ihn zu traden. Er ist sehr wichtig für unser Team und die Fans. Ja, und da geht das natürlich direkt nach oben. Oh, Loyalität. Okay, daran müssen wir noch ein klein wenig arbeiten. Gucken wir doch gleich mal, was hier gegen die Grizzlies geht, die ja sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind. Oh, ich will da nicht gleich das erste Spiel verlieren. Also die erste Season war mir wirklich egal, aber jetzt werden wir auch des Öfteren reingehen und Spiele versuchen zu drehen oder noch zu retten, ne? Und natürlich auch möchten wir unsere Spieler, also selber spielen. Was sie so drauf haben. Muss ich ehrlich sagen, ist ja auch schon lange her, dass ich gespielt habe. Ah, dass ich überhaupt mal gespielt habe. Is Giannis because he can handle the basketball. I'm looking forward to watching Ben Simmons. I like the 6'9 guy. Jetzt geht's glaube ich wirklich erstmal darum, nur eine gute Defense. Ja. Aber Gasol ist auch momentan so stark, das ist abartig. Smith mit 3 Punkten, das ist natürlich einfach viel zu wenig. Macht ihn rein. And Smith doesn't back down from a challenge. Even when he gets bodied, he can stay with the play and convert. Now here's Johnson. Noch ist genügend Zeit, wenn wir... Oh, Horford, okay, ist bei den Grizzlies. Komm, Magnus. Nein, der geht nicht. Haben wir... Seth. Dishes it to Smith. Schön. Und die nächsten Punkte für Dennis Smith Jr., der auf jeden Fall gut reingekommen ist. Natürlich kann man jetzt von dem Jungen keine Wunder erwarten, dass er irgendwie die Mavs da alleine zu Siegen führt. Er geht auch wieder nicht schön. Shepard. Offensive Rebound. Der gehört uns. Shepard. And one. Schön.
And the defense allowing some room here on the inside in the second half, and they're taking Nein. A lot of their points coming from in the paint. Wie ist der bitte rausgekullert? Ja, wir natürlich auch mit dem Foul auf der anderen Seite. And maybe no team in this league more connected with its city than the Grizzlies are with Memphis. A common identity, grit and grind, defining the Ärgerlich. And the Grizzlies began their first six seasons, of course, in Vancouver, British Columbia. Now, hard to believe that they're going to have a seventh season here in Memphis. You know, they found a home on the banks of the Mississippi. A loyal fan base. It's a small town, but that fosters the family relationship between the players. Conley, der gar keine so krassen Statistiken auflegt, aber so enorm wichtig ist für das Team. Here's Horford. Ja, und bei ihm dreht er sich halt rein. Ja, also wenn wir jetzt die nächsten zwei, drei Possessions nicht irgendwie rocken, dann... Ja. Das war auch wieder ein Turnover. Keine Ahnung, wie der jetzt zustande kam. Conley against Smith. Picked by Horford. That's a basket. His eighth from the field. Ich glaube, da haben wir keine Chance mehr, das noch zu drehen. Ah, mit einer Niederlage reinstarten ist einfach immer... Ach, ja, okay, jetzt hat er den Drive nicht mal zu Ende. Gut, können wir abhaken. Vergiss es. Das wird nichts. Niederlage gegen die Grizzlies. Gucken wir rein. Evans mit 21, dann Paunescu? I don't know. Mit 19. Gasol mit 18. Ja, das ist einfach vom Scoring her viel zu krass. Also da hat die Defense bei uns nicht funktioniert. Paul George mit 21. Malcolm ist mit 19. Seth mit 14. Double-Double von Whiteside. Ja, mal gucken. Erstes Spiel. Jetzt nicht gleich alles überbewerten. Machen wir weiter. Gegen die Kings. Was stand da? Klay Thompson scheint die hissige Küche zu schmecken. Er hat sich entschieden, vier weitere Jahre für 126,84 Millionen bei Golden State zu bleiben. Das muss gefeiert werden, Warriors-Fans. Thompson hat seinen Vertrag verlängert. 126 Millionen. Ja. Ob das in der Realität auch so passieren wird, bezweifle ich momentan noch. So, jetzt kommt schon erster Sieg. Ja, souverän. Whiteside mit 22. George mit einem Double-Double. Smith mit 16. Und jetzt brettert Malkmus aber gleich mal einen raus. Mit 21 Rebounds. Das ist dirty. Und einem Plus-Minus-Rating von 25. Auch bei Dennis Smith Jr. Heftig. Heftig, heftig. Farid mit 14. Kalei Stein mit einem Double-Double. Samson mit 13 und dann Buddy Hield. Buddy Hield verletzt. Oh, fällt 6 bis 8 Wochen aus. Gebrochener rechter Unterarm. Das ist natürlich bitter. Und jetzt geht's dann gleich mal gegen die Golden State Warriors. Erster Prüfstein. Komm, gehen wir rein. Ich muss auf jeden Fall, was mir gerade eben noch eingefallen ist, Scoring Options muss ich noch festlegen, habe ich nicht gemacht. Dann inwieweit wir die Tiefe von der Bank ausnutzen möchten. Leistungsfaktor muss ich noch auswählen. Ja, aber gut, können wir ja noch machen. Dann wollen wir doch mal gucken. Curry kicks to Green. The lead pushed. Fällt rein. Das war jetzt auch ein sehr, sehr schneller Start rein. In Chris, in your playing days, you had to deal with media answering questions. Und? Dennis Smith Jr. gegen Draymond Green. Da gab es ja auch schon ein Aufeinandertreffen, in dem Draymond Dennis Smith Jr.
mitgeteilt hat. Gegen mich nicht, mein Freund. '98 to '98, da ist auf jeden Fall noch alles drin. Der muss uns gehören. Seth, sein Bruder pennt da ein klein wenig. Und dann kommt der Dreier. Da hätte Steffen auf seinen Bruder Seth switchen müssen. Mike ist halt schon wieder 21 Punkte, Alter. Was ist los mit ihm? Ah, zu frei. Ja, zu frei. Den habe ich zu früh genommen. Nein! Gut. Shepard. Schön gespielt. Ja, aber das Team spielt sich schon auf jeden Fall dem ersten Eindruck nach. Gut, aber dass Malken es so krass abgeht, ist natürlich erstmal schön zu beobachten. Der nächste Stil. Dennis Smith wird da verteidigt. Thompson at the two with Iguodala playing the three. Green is out there with Jones and it's Curry in at the one. That's the Warriors five. Ja, dann ein richtig krasser Block. Nein, ich hab's fast befürchtet. Mache ich aber auch mittlerweile echt wahnsinnig gerne im Fast Break. Einfach abstoppen. That's good from Green. As competitive a guy as Draymond Green is, sometimes he can get in his own way. There's no doubt about that. Not entirely his fault. The calls don't seem to fall in his favor because he is so physical. And perhaps Shepard, komm jetzt mal hier vorbei an Iggy und das End One. Shepard finde ich übrigens vom Style her auch ziemlich nice. Doch gefällt mir. And the Warriors making a change here. Jones has checked in. Iguodala kicks to Jones. Thompson outside. Golden State moving it around. Green with a screen for Iguodala. Shot clock at 5. Beyond the arc. Ach komm schon, ey. Golden State, jedes Jahr so übertrieben von der Dreierlinie. Es ist einfach so. Ja, klares Foul. Leider nur einen reingemacht. So, keine Dreier. Wir müssen einfach das Perimeter verteidigen. Der geht auch wieder. Mann, ey. Golden State macht alles rein. And here are the Mavericks now after the made shot from Andre Iguodala. Scheiße. Warum er den so krass verzogen hat, weiß ich jetzt aber auch nicht. Steffen hätte da eigentlich den Ball verlieren müssen. Dribbelt einfach voll rein. Geht auch wieder. Ja, wenn Golden State natürlich alles reinmacht, dann wird es schwierig. Dann wird es einfach schwierig. Da musst du erstmal deine Punkte alle machen. Du läufst halt immer hinterher. Jetzt mal einen Ballverlust. Whiteside. That time around, just lucky he was off. Und wieder diese Steals von, wenn du hochspringst und runterklatschen, das ist so unrealistisch. Ganz immer nur wieder. Ja, bis jetzt jeden Dreier reingemacht. Es ist bei Golden State einfach zu krass programmiert. Ich meine, dass sie von der Dreierlinie krass sind, ist okay, aber schauen wir mal rein in die Statistik.
Steph mit 43. Ja, 64% von der Dreilinie. Komm schon. Einfach nur komm schon. Would you personally pick to make up the field? Man, it's so tough. I think I definitely want to go with Levine. He's, you know, the ex-dunk champ. Yes. Wow. Oh, that's a tough one. I mean, Westbrook, I think Paul George would be great in there. Of course, LeBron, Griffin. I don't know. Davis. Schade. So many high flyers. I just think it's so tough because sometimes the smaller guys have the advantage. Aber die haben alle so eine eigenartige Freiwurf-Animation, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich meine, es ist immer noch drin, aber wenn natürlich irgendwie jeder Dreier reintroppt, dann. Das wird doppeln jetzt. Ja. Und er geht wie. Ey, bitte! Ey, 2K, es ist einfach schon wieder so ein Moment, wo ich mir so denke, Mann, das langweilt doch einfach nur, Mann. Echt, ey. Thank you, David. Really good job there. That's es kann nicht jeder Dreier reingehen. Wo sind wir hier, ey? Ja, der nächste, der. Ja, also. Oh, you had to close out hard on Iguodala. He's made himself a true threat from beyond the arc. Here's Curry, and he's fouled pretty hard on that shot, but he's got the chance to pick up the points at the line. And Chris, you were only briefly with. Und bei mir geht ein Freiwurf daneben. That club, any stand out to you as a favorite? Oh, well, I think the playoffs, you know, almost averaging a triple double. Das Spiel ist gelaufen. For me, it was something very special. You know, going behind the back on my good friend Sir Charles, of course, is one of the first experiences I had. Ja, dein Gesicht, ja, der bleibt natürlich bei den Warriors. That atmosphere is unlike any other. And jump ball and winning and scoring my first bucket. So many special moments there. Rookie of the year being awarded that with my father in center court there at that arena is something I'll never forget. Now, here's Whiteside after the miss from Clay Thompson. Jetzt ist die Defense natürlich auch gerade krass. Ja. Jetzt kommt Whiteside mit dem Unerlaubten. Ja. Okay. Abhaken. Danke. Tschüss. Trotz allem. Das kann einfach nicht sein, Mann. 63%, das ist so übertrieben. Da brauchen selbst die Warriors einen absoluten Sahnetag, um das zu spielen. Und gefühlt haben sie das aber in NBA 2K18 in jedem Spiel. Aber okay, ist für den Moment halt so. So. Training, mal wieder ein bisschen runterfahren, wir wollen ja nicht übertreiben. Genau, Coaching wollte ich noch machen, ja, da sind nämlich die Tanks gleich mal richtig leer. Help Defense schraube ich ein klein wenig nach oben. Benutzer Playbook 1. Benutzt doch einfach das. Ja, der Mavs. Nummer 1 Scoring Option. Ich denke, die sollten wir Paul George geben. Dann Malkmus, der auf jeden Fall bis jetzt mehr als nur zu überzeugen weiß. Und dann gebe ich noch, oder mache ich Seth und dann Malkmus. Ja. Neutraler offensiver Fokus. Über Starspielen zum Korb ziehen. Über Starspielen offensives Tempo. Wir machen jetzt mal Würfe nach Belieben. Einfach mal Gas geben. Kann natürlich auch voll nach hinten losgehen. Transition einschränken. Defensiver Fokus. Würfe von der Dreierlinie begrenzen. Körperliche Defense spielen. Ja, lass sehen die Transition laufen, wenn wir schon so schnelle Spieler haben. Okay.
gegen die Nuggets mache ich jetzt auf jeden Fall noch, weil ich möchte die Folge eigentlich ganz gerne mit einem Sieg abschließen. Es sieht auf jeden Fall gut aus. McConnell mit 19, Seth mit 18, Paul George mit 17, Mike Miss mit einem Double-Double, aber bis jetzt noch keiner, der so richtig komplett explodiert. Jokic auf der anderen Seite mit einem Double-Double, Murray mit 17, Millsap mit einem Double-Double. Dennis Smith Jr. hat sich verletzt, verstauchtes Handgelenk, kann unmöglich spielen. Okay. Dann startet McConnell Harris. Den nehme ich die Minuten weg. Also eine Verletzung ist kein Problem. Ich will es natürlich nicht beschreien. Aber das können wir auf jeden Fall auffangen. Was mich wundert, dass Covington noch überhaupt nicht gemeckert hat. Aber vielleicht kommt das ja noch. So, also, das war's mit den ersten Spielen gegen die Grizzlies. Leider ohne Chance, gegen die Kings kein Problem, gegen Golden State, weil die einfach irgendwie alles reinzünden und reinschmettern. Dann im Endeffekt keine Chance gehabt und die Nuggets waren dann auch kein Problem. Mal gucken in der nächsten Folge, was wir angehen, ob wir vielleicht auch mal ein Match von Anfang an zocken. Lasst euch einfach überraschen. Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal, dein Max. Ciao.